herzlich willkommen zu diesem neuen Fahrvlog von mir. Ja, wir sind aktuell am Heupressen, um genau zu sein, dem zweiten Schnitt. Das Lohnunternehmen ist gerade da mit dem John Deere 6410. Dort hinter hängt die Krone, die 1800er Vario Pack. Wir pressen aktuell Rundballe in einem Durchmesser von 1,20 Meter. Ja, der Ertrag ist so lala, sagen wir mal so. Ist besser wie auf manch andere Stücke, aber wirklich viel ist dann doch nicht. Ja, die letzten Wochen war es einfach zu trocken. Wir konnten froh sein, dass wir hin und wieder mal wieder Regen hatten. Im Vergleich zu anderen Regionen, da ist die ganze Grasnarbe verdotzelt, kann man sagen, verbrannt. Und die haben letztendlich gar keinen Ertrag. Da können wir uns noch glücklich schätzen, genau. Die meisten von euch wissen, denke ich, auch noch, dass bei mir der erste Schnitt zum Großteil ja wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Damals hatte man dann Unwetter, wo es heute noch gelegen ist draußen im Feld oder in der Wiese. Da hatten wir, ich glaube, in einer halben Stunde 28 Liter hat es einen Neigregen gehabt. Dann war es über zwei Tage hinweg wieder abgetrocknet und dann hat es wieder einen Neigregen gehabt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen gehabt, das Zeug gar nicht wirklich einzufahren, sondern habe es gleich im Feldrand rausgefahren und gar nicht daheim eingelagert. Genau. Ja, so viel dazu. Im Videoverlauf seht ihr noch ein paar Aufnahmen vom John Deere im Einsatz. Später werden wir dann noch das Heu verladen. Ich habe hier am Case die Bronzrolle hängen. Ja, das Heu wird dann mit einem anderen Schlepper geladen. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr dann im Videoverlauf. Ich nehme euch mit und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Like
Also, die letzten Ballen sind jetzt auch geladen und die Wiesen sind leer. Das war es dann auch schon wieder für den zweiten Schnitt. Der letzte Schnitt vermutlich in diesem Jahr. Ja, geladen wurde das Ganze mit dem Case 3230, genau. Und dem Prima Frontlader. Ja, theoretisch habe ich auch einen Frontlader. Aber da habe ich vorhin ein bisschen Malheur gehabt mit dem Schnellkuppelsystem. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Mein ganzes T-Shirt ist verspritzt. Der Kotflügel vom Schlepper ist verspritzt. Ja, war ziemliche Sauerei. Da muss ich in Ruhe mal nachschauen, was da jetzt letztendlich los ist. Auf jeden Fall hat sich's nicht kuppeln lassen. Und da haben wir kurzerhand entschlossen, oder der Kollege sich bereit erklärt, dass er's mir lädt, weil der Frontlader eh am Bulldog angebaut war und der Schlepper nur wenige Meter von der dementsprechenden Wiese entfernt stand. Jo, danke, gell? Bitte! Bitte! Bitte. Ja, so ist das. Auf gute Freunde kann man immer bauen. Deswegen. Ja, so Leute muss man sich auf jeden Fall warm halten. Eine Hand wäscht die andere. Beispielsweise ist es bei ihm so, wenn er mir hilft, jetzt im Heulader oder in der Ernte, ist er ja auch mit dem Flügel abgefahren noch. Hing der Flügel hinter dem Case. Hat er da mir Getreide abgefahren. Da ist es einfach so, dass wir zusammen fortschaffen. Und das ist generell so bei uns im Freundeskreis. Eine Hand wäscht die andere. Später gebe ich ihm noch ein Bier aus und dann passt die Sache, gell? Pilz oder Radler? Kein kastriertes. Kein kastriertes, ja, geistreich, auf jeden Fall geistreich. Genau. Ja, also, noch ein paar Infos zum Heu für die Laie jetzt unter euch. Die meisten werden es wissen, aber gibt es jetzt einfach mal noch ein paar Details. Also, wir sind hier im zweiten Schnitt. Der Unterschied zum ersten Schnitt ist auf jeden Fall der Ertrag. Und ja, natürlich auch die Struktur vom Futter. Wir können hier mal ein bisschen was entnehmen vom Ballen. Ich hoffe, man kann es erkennen auf der Kamera. Also wir haben hier kurz strukturiertes Futter und das ist ja nicht so rohfaserhaltig wie der erste Schnitt beispielsweise. Der erste Schnitt wird in der Regel gemacht ja ab Ende Mai, Mitte Juni, je nach Witterung natürlich und Vegetationsverlauf. Und da ist einfach so, dass der zweite Schnitt nicht so einen hohen Rohfaseranteil hat, da das Gras einfach ja recht kurz ist und somit auch recht jung, ein hoher Rohproteingehalt hat oder ein Proteingehalt, der höher ist wie beim ersten Schnitt beispielsweise für gewöhnlich, weil das Gras einfach generell noch jünger ist. Da ist es halt so, dass der zweite Schnitt beispielsweise nicht überall verfüttert werden kann. Bei Geil ist zum Beispiel so oder bei Pferden ist es beispielsweise so, dass man dieses Heu jetzt nicht einfach so zufüttern könnte oder verfüttern könnte. Da ist es dann so, dass man bei dem zweiten Schnitt, also bei dem Heu, was wir jetzt geladen haben beispielsweise, noch Stroh zufüttern müsste bei den Pferden, damit wir einfach durch das Stroh ein gewisses Rohfasergehalt ins Futter, in die Ration bekommen, damit das mit der ganzen Verdauung und so weiter funktioniert und wir da nicht irgendwelche Probleme kriegen oder ja im schlimmsten Fall irgendwelche Koliken. Also da merkt man auch schon wieder in den letzten Sätzen, die ich hier genannt habe oder in den letzten Details, dass ja, dass eine Fütterung auch immer mit System zu tun hat, es viel zu beachten gibt und das nochmal natürlich ja, von Tier zu Tier unterschiedlich ist. Bei Kuh ist es wieder anders da wie beim Pferd und umgekehrt. Beim Schaf ist es wieder anders und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch alles Mögliche zu beachten. Das Thema ist sehr, ja wie soll man sagen, umfangreich auf jeden Fall. In der Milchviehhaltung ist es auch so, dass es dann eine TMR gibt. Das nennt sich dann totale Mischration. Wir haben dann beispielsweise eine bestimmte Rasse. Wir haben eine bestimmte Milchleistung. Anhand dessen tun wir dann uns orientieren oder die Fütterung halt dementsprechend anpassen. Und das wird auch alles errechnet und dementsprechend wird dann auch gefüttert. Beispielsweise Heu und dann noch irgendwelche ja, Sachen, die halt zugefüttert werden, wie Kraftfutter und so weiter und so fort. Falls euch das Thema auch interessiert und ihr das Ganze mal ein bisschen detaillierter erfahren wollt, kann ich da auch gerne mal ein Video drüber machen. Ja, ich weiß, ich habe kein Milchvieh daheim, aber nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Tatsache, dass da einfach einiges dazugehört. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal kurz erwähnt haben, damit der eine oder andere von euch, der sich vielleicht diesbezüglich nicht so auskennt, einfach da auch mal ja, einen Einblick bekommt. Und wie gesagt, falls euch das interessiert, kann ich da auch gerne mal ein Video zu machen. Vielleicht kann ich auch mal bei dem einen oder anderen Berufskollegen mit in den Stall reinschauen und dann können wir da Thema Fütterung und alles, was dazu gehört, auch ein bisschen intensiver, ein bisschen detaillierter auf das Ganze eingehen. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das erstmal für diesen Vlog, für dieses Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es noch Fragen gibt oder des Ähnlichen, hey, was machst du da? Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr die wie immer in den Kommentaren stellen. Und mir laufen jetzt noch spontan ein paar Meter der Luft zu, ist in der Wies. Da kann ich euch nicht was zeigen. Wir sind hier auf ein Stück direkt neben dem Wald. Und dementsprechend haben wir auch wieder in der Wiese. Ja, dreimal dürft ihr raten. Also, was haben wir hier? Ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Der Kollege hat hier eben gewühlt. Ja. Kartoffel gesucht. Ne, wir haben hier Wildschäde. Ja, ist bei uns eigentlich ein lästiges Thema, ein leidiges Thema. Gibt es nur zu genügend. Also ich weiß nicht, jetzt könnte man wieder sagen, was machen die Jäger den ganzen Tag? Aber ich will ja nichts Falsches sagen, sonst fühlt sich der eine oder andere wieder auf die Schlips gedreht. Auf jeden Fall sind hier Wildschäde vorhanden, der hält sich noch in Grenze, jetzt nur in diesem Eck. Also wenn man schaut, die restliche Grasnarbe hier ist ungeschädigt, sieht echt super aus. Aber hier in diesem Eck haben wir hier Wildschäde. Das Ganze wird, fährst du mit der Schleppe drüber oder Mulcher oder? Mit der Ecke ein bisschen ewig gemacht. Ah, mit der Ecke ein bisschen ewig gemacht. Ich denke, der Kollege wird da ein bisschen noch nachsehen, oder? Ja, ja, mal gucken. Je nachdem, wo der Bock hat, genau. Also Wildschäde ist bei uns nach wie vor ein aktuelles Thema. Und hier hält sich echt noch in Grenzen. Also bei uns gibt es zum Teil ja Wiesen. Da schlägt man beide Hände über den Kopf zusammen. Da machst du durch die Wildschäde beseitigen. Und dann kann schon wieder sein, dass zwei Wochen später alles verwühlt ist. Also ja, genau. Also, das soll es dann wirklich jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao, haut rein, macht's gut. Bis bald. We are farmers, farmers we are.